Hallo zusammen, bei mir gibt es noch mal ein leckeres Brot, und zwar ein Buchweizenbrot. Und für die, die es interessiert oder Buchweizen noch nicht kennen, das ist dann glutenfrei. Wer nicht weiß, wo er Buchweizen bekommt, unter dem Video ist ein Link mit einem Rabattcode, da könnt ihr euch die Buchweizen bestellen. Ich habe meinen Teig hier schon fertig und gestern bis heute Mittag mitgefilmt, wie ich das gemacht habe. Das seht ihr jetzt. Ich brauche Buchweizen und eine Schüssel. Und zwar erstmal 350 Gramm. Der wird jetzt in kaltem Wasser eingeweicht. Dann brauche ich nochmal 50 Gramm Buchweizen. Und die Portion röste ich in der Pfanne an. Das gibt ein prima Nussaroma. Die gerösteten Buchweizen kommen auch wieder zum Einweichwasser. Nach 8 Stunden habe ich das Einweichwasser weggeschüttet und den Buchweizen gut abgewaschen. Der kommt jetzt in einen Mixer mit ca. 250 ml kaltem Wasser, einem Teelöffel Salz und einem Teelöffel braunem Zucker. Das kommt noch dazu. Das wird jetzt gut püriert. Die Masse kommt wieder abgedeckt in die Schüssel für mindestens 16 Stunden, bis man Bläschen sieht. Eine Stunde vor dem Backen gebe ich 2 Teelöffel Backpulver dazu. Ich habe mir auch jetzt eine Salatkernmischung eingeweicht. Ein Teil davon brauche ich obendrauf auf das Brot, der Rest ist für ein anderes Rezept. Ich muss jetzt nur noch den Teig in meine Backform füllen. Ich habe die Backform ein bisschen eingefettet. Größe der Backform steht unter dem Video in der Infobox. Und der Backofen ist vorgeheizt auf 170 Grad Ober-Unterhitze. Da geht er jetzt rein auf der vorletzten Schiene. Erstmal für ein paar Minuten, bevor ich gleich noch die Körner drüber mache. So nach 10 Minuten ungefähr streue ich mir ein paar von den eingeweichten Kernen oben drüber. Und jetzt geht er für 70 Minuten bei 170 Grad weiter in den Backofen. 80 Minuten war das Brot jetzt bei mir im Backofen und ich weiß ja, dass es lecker ist. Ich schneide das jetzt mal auf, macht's gerne nach. Bis dahin, Thomas.